Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch eine kleine Besonderheit zeigen, und zwar das FATEC HV-Set. Das Ganze ist ein Prototyp-Set und wird so nicht veröffentlicht werden. Doch warum stelle ich euch das Set dann heute vor? Naja, das ist so ein bisschen wie Dodge-Fahren. Sinnlos, aber saugeil. Das Set besteht aus einem FATEC G4 FC und einem 45 Ampere ESC, welche beide bis 12S, also 50,4 Volt, geratet sind und natürlich den dazu passenden Motoren. Kurz gesagt werden wir innerhalb der nächsten Zeit auf diesem Kanal hier einen 10S Freestyle Copter gemeinsam aufbauen, tunen und testen. Ich persönlich bin wirklich gespannt, wie sich das Ganze fliegt und vor allen Dingen auch, wie die Performance im Vergleich zu meinen normalen 6S Coptern ist. Das Ganze werde ich erstmal analog aufbauen. Nutzen werde ich hierfür meinen Standardrahmen, gefräst von Mocky FPV, eine Foxeer Predator V5 und ein TBS Unify Pro 5 Volt. Aber jetzt stelle ich euch das Set erstmal vor und wir schauen mal, was alles so mit dabei ist. Wenn euch das Video gefällt, abonniert gerne den Kanal und aktiviert auch die Glocke, dann verpasst ihr nie wieder, wenn ich was hochlade. Und natürlich freue ich mich auch über einen Daumen nach oben. Das FATEC HV-Set kommt in einer wirklich schönen schwarzen Verpackung ohne viel Schnickschnack. Schlicht, einfach und wirklich hübsch. Öffnen wir diese Verpackung, dann sehen wir auf der Innenseite oben das FATEC-Logo. Unten ist eine kleine Matte aus Moosgummi, welche den Inhalt der Box schützen soll. Unter dieser Moosgummimatte verbirgt sich die Elektronik. Ein ESC und FC, welche beide bis 12S ausgelegt sind, außerdem zwei 470 Mikrofarad 50 Volt Kondensatoren und die Kabel zum Verbinden von ESC, FC und den Peripheriegeräten. Außerdem finden wir zwei XT30 Stecker zum Anschließen der Akkus und die dazugehörigen Kabel in der Box. Unter der Elektronik finden wir dann noch in vier einzelnen Schachteln die zum Set passenden Motoren. Auf diese gehen wir dann noch etwas genauer ein. Schauen wir uns den FC doch als erstes mal etwas genauer an. Auf den ersten Blick wirkt dieser wie ein ganz gewöhnlicher FATEC G4 FC. Doch bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass es doch den einen oder anderen Unterschied gibt. Bei der 12S Version ist noch kein 16 Volt BEC integriert. Das liegt aber daran, dass es sich hierbei noch um die V1.1 des G4 handelt und dort noch kein 16 Volt, sondern nur ein 5 Volt BEC verbaut wurde. Beim normalen G4 ist es die V1.4 und diese hat selbstverständlich schon das größere BEC verbaut. Auch auf der Rückseite der FCs sehen wir Unterschiede. Kondensatoren, Widerstände und FETs sind teilweise etwas anders, das ist dadurch bedingt, dass die höhere Spannung vom FC verarbeitet werden muss. Die Funktionsweise des G4 ist aber ansonsten identisch mit der 6S-Variante. Den nächsten Blick werfen wir auf den ESC. Auch hier handelt es sich um einen 45 Ampere ESC, welcher aber anders aussieht als die 6S-Version des FATEC 45 Ampere. Das erste, was mir auffällt, ist die Anordnung der Motorpads. Diese sind nicht wie beim kleineren Bruder alle an der Seite des ESCs, sondern pro Motor ist eines der Pads an der Front- und Rückseite des Boards. Dafür finden wir die Pads für die Kondensatoren an der Seite. Diese sind auch etwas kleiner, als es beim normalen ESC der Fall ist. Natürlich sind auch hier ganz andere Widerstände, Kondensatoren und FETs verbaut, um der höheren Spannung gewachsen zu sein. Drehen wir die ESCs um und schauen auf die Rückseite, sehen wir aber die gleichen Stecker für das FC-Kabel. Auch bei den Maßen sehen wir einen Unterschied. Während der normale 45 Ampere ESC eine Größe von 38 x 38 mm hat, sind es bei der 12S-Version 42,5 x 40 mm. Zu guter Letzt schauen wir uns noch die Motoren an. Bei den Motoren handelt es sich im Prinzip um T-Motor F60 Pro 4. Allerdings sind diese speziell für das HV-Set ausgelegt und auch mit einem FATEC-Logo versehen. Wie der normale F60 Pro haben wir hier auch eine Größe von 2207. Das bedeutet, der Stator des Motors ist 22 mm breit und 7 mm hoch. Die Leistung und damit auch die Wicklung ist natürlich an die hohe Spannung angepasst. Wir haben hier 1100 kV Motoren ausgelegt für 10S. Diese 1100 kV entsprechen ca. 1833 kV an 6S oder 2750 kV an 4S. Die Motoren sind also im oberen kV-Bereich angesiedelt, aber noch nicht das Maximale, was momentan geflogen wird. Zum Vergleich, bei meinen normalen 6S Freestyle Coptern nutze ich 1950 kV. Ich erwarte mir also etwas weniger Leistung, dafür aber eine deutlich längere Flugzeit und weniger Voltage Sag. Kombinieren werde ich die Motoren mit den FX P3 Peanut Butter Jelly Propellern. Vermutlich wird sich der ein oder andere jetzt auch fragen, wie ich das mit den Akkus handeln will. Naja, da ich keine 10S Akkus mit meinem Ladegerät laden kann, fällt das natürlich schon mal weg. Wenn ihr aber gut aufgepasst habt, habt ihr ja gesehen, dass zwei XT30 Stecker beiliegen. Das hat natürlich einen Grund.
Wir werden zwei 5S-Akkus mit einer Kapazität von 650 mA in Reihe anschließen und so quasi einen 10S mit 650 mA daraus machen. So kann ich beide Akkus als 5S laden und im Endeffekt als 10S nutzen. Diese sind allerdings noch auf dem Weg zu mir und zu dem Zeitpunkt des Videos noch nicht angekommen. Das Ganze hier ist natürlich nur ein Spaßprojekt und dient größtenteils der Unterhaltung. Trotzdem denke ich, dass es für den einen oder anderen interessant sein könnte, mal zu sehen, was passiert, wenn man mit der Spannung nochmal deutlich höher geht, als es jetzt schon bei 6S der Fall ist. Das hier war jetzt natürlich nur das Video, um euch das neue HV-Set mal vorzustellen und zu zeigen. Natürlich muss der Kopter noch zusammengebaut werden und genau hierfür brauche ich eure Hilfe. Ich habe gleichzeitig mit diesem Video hier eine Umfrage in meinem Community-Tab gestartet und hier könnt ihr entscheiden, ob ich den Kopter mit euch zusammen in einem Livestream zusammenbauen soll. Die Alternative zum Livestream ist ein zusammengeschnittenes Video vom Aufbau des Kopters. Schaut also einfach mal in meinem Community-Tab vorbei und stimmt ab, hierfür habt ihr ab Release des Videos 3 Tage Zeit. Nach diesen 3 Tagen werde ich im Community-Tab entweder das Datum für den Livestream bekannt geben oder euch eben Bescheid sagen, wann das Highlight-Video released wird. Zu guter Letzt kommt dann noch ein Video mit dem Maidenflight, dem PID-Tuning und meiner Meinung zum HV-Set. Falls ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, haut diese einfach gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, das war's mit diesem Video und ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.